Wir werden sehen. Heutige Thema ist Fehler. Ich muss da immer an Wabi-Sabi natürlich auf Japanisch. Ihr kennt diese imperfekten Tassen. Extrem teuer. Ja. Oder die Wälder mit den Bäumen. Also die Schönheit in diesen Krummbäumen zu sehen. Ja. Charakter. Ich habe als Geschäftsführer habe ich ein paar Lebensläufe natürlich gesehen und die sind alle wie die. Man muss das ja machen. Kann ich sagen, ja, und die 5 Jahre war ich im Knast und dann kommt es dann nicht so gut an. Also die Schönheit in den Schrammen, die man im Leben gekriegt hat. Ich finde das enorm wichtig. Also Charles Bukowski, der trinkende Schriftsteller, der hat, soweit ich das noch erinnere, auch gesagt, ihr spinnt alle. Wenn ihr nicht Fehler machen würdet, würdet ihr überhaupt nicht weiter lernen. Stimmt. Also ihr merkt, der Kreis wird riesig, jetzt wird er noch größer. Ich muss an die ersten Berichterstattungen von dem SpaceX Elon Musk denken, wo die ganze Presse immer geschrieben hat, wow, und jetzt ist es abgestürzt. Es war ein Versuchsraumschiff. Es sollte abstürzen. Das sollte ein Fehler sein. Das ist die Iterationsfolge. Das kennt man gar nicht, weil die anderen Ingenieure machen immer ohne Fehler. Also die Schönheit in Fehlern, also sich selber auch natürlich diese Fehler bei dem Raumschiff zum Beispiel sind ja in einem Rahmen, in einem erwartbaren Rahmen. Ist klar, alles evakuiert und so, dass da nicht Leute bei zu Schaden kommen, aber das Gerät lieber im Versuch zu Schaden kommt, als nachher in der Realität. Also im realen Einsatz mit Astronauten drauf oder sowas. Das wird dann auch fehlerresistenter, die ganze Entwicklung. Und das Leben auch. Also wenn ich mir genehmige, also ich kann zum Beispiel schnelle Läufe kann ich nicht gut. Und es gibt dann irgendwann auch so ein Überklapp, wo man sagt, so mit langsam komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt einfach mal spielen. Und dann die Fehler zuzulassen. Einfach, egal. Wieder die positive Verstärkung. Und zu sagen, oh, das war gut. Wie ist das gekommen? Ist ja interessant. Ja, nochmal, gar nicht gut. Ja, Fehler. Ab und zu Fehler machen. Weil es stirbt niemand da dran, wenn ich jetzt versuche, diesen Lauf zu machen, der nicht gut war. Egal. Und das ist, also ich weiß es nicht, wo das in den buddhistischen Schriften steht, aber es hat in Japan, also eingeprägt in die Kultur über die Jahrtausende, das ist ja 1300 Jahre ist, glaube ich, Buddhismus in Japan, ist eben wirklich dann in die Kultur da drin, dass man sagt, eine Tasse hat von Anfang an schon einen Riss. Ist immanent. Die muss irgendwann kaputt gehen. Irgendwann. Also die hat jetzt, obwohl sie perfekt aussieht, bereits den Riss. Das bedeutet, ich benutze sie, als ob es ihre letzte Benutzung wäre. Und das ist bei den etwas unförmigen Tassen so, das sind Unikate. Und manchmal kann man aus diesen Unförmigkeiten auch rausfinden, was der Meister gemacht hat oder was ihm nicht geglückt ist, es hat einen eigenen Charakter. Also versucht eine freundlich aufmerksame und gelassene Haltung euch selbst gegenüber euren eigenen Imperfektionen zu kultivieren. Weil nur so lernt ihr was.
Also diesen inneren Kritiker freundlich zur Ruhe kommen lassen. Und das überdeckt nicht Schmerzen. Ne? Also das heißt nicht Schmerz übergehen, im Gegenteil, sondern eben so ein Schmerz ist die Anmeldung, da ist irgendwas nicht in Ordnung, also bin ich da freundlich mit. Ne? Und dann wird es besser. Das ist der Körper, der schreit um Hilfe, ne, was wir, ne, weg, Pille. Ne? Nein. Der schreit um Hilfe, dann bin ich freundlich. Sag, oh, wie kannst du besser werden? Was kann ich Gutes dir tun? Und dann wird es auch besser. Das ist das Strange. Mit all diesen Imperfektionen. Mit der Stimme. Noch genauer gucken. Noch genauer hören. Kopfhörer aufsetzen. Also spielerisch damit. Wirklich dahin gucken. Kann ich nur sagen. Jetzt sitzen wir imperfekt, 20 Minuten rum, ich erzähle nichts, aber seid freundlich mit euch. Und zum Schluss ein hoher Ton, 30 Sekunden vorm Ende, ist der Zeitpunkt, um sich selber zu fragen, wie geht es mir jetzt? Okay? Und wie immer, also wenn ihr merkt, euch ist zu kalt, grapscht euch irgendwas, was euch noch wärmer hält. Und wenn ihr merkt, es ist gefährlich, ich werde krank, aufstehen, nach Hause gehen. Ne? Niemand ist böse. Oder fragt nach mehr. Habe ich noch was? Ich nicht. Brauchst du noch was? Nicht? Okay. Thank you.
Ingrid muss eine Frage stellen. Zu warm, zu kalt? Zu warm. Zu kalt. Ja. Das ist ein Ziel, habe ich von gesprochen. Wenn man es überzieht mit dem dreifachen Wärmer und diese drei nassen Decken am Bergsee durchtrocknet, wird einem zu warm. Nee, ernsthaft, noch irgendeine Frage? Okay. Ich warte darauf, dass wir so zusammen in so hohem Schnee sitzen. Nee, ich bin gespannt auf mich selber auch, wie lange ich das mit dem, also die normale Qigong, ich glaube, das machen wir schon bis Ende November, auch dann unter der Laterne. Ich mache das auf jeden Fall, zur Not auch alleine. Ich hoffe, ihr kommt da trotzdem. Ja. Aber das mit dem Rumsitzen wird irgendwann ziemlich... grenzwertig. Ja. Ich will auch nicht, dass ihr Blasenentzündung kriegt oder irgendwas. Das muss nicht sein. Okay. Dann... Sadhu! 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 Wunderbar. Bis zum